Vom Engagementlehrer zum Lehrerzombie. Das neue Buch von Klaus Schenk, erhältlich online und im Handel. Grüß Gott, wir begrüßen Sie wieder ganz herzlich zur Sendung der FT-Plattform. Es geht um mein Buch, hier sehen Sie es, vom Engagementlehrer zum Lehrerzombie. Naja, und das eigentlich Interessante ist was ganz anderes. Es ist die Hybridlektüre, das heißt die Verbindung von Printausgabe mit Internet. Jetzt sehen Sie hier meinen Namen, jetzt gehen Sie, www.klausschenk.de, geht oben, klick, Menüführung, rein bei Lehrerbuch und dann haben Sie alle Kapitel des Buches im Internet. Jetzt sagen Sie, oh, das Kapitel 3, 4 oder irgendwas interessiert mich. Anklicken und dann haben Sie teilweise eine Fülle von weiteren Materialien, die das Buch sprengen würden natürlich. Und die zweite Sache mit der Hybridlektüre Internet erleben Sie jetzt auf unserem YouTube-Kanal. Wir sind jetzt im zweiten Kapitel Information. Zweite Kapitel sind 20 Jahre Artikel in verschiedenen deutschen Zeitungen. So. Ich bin jetzt auf der Seite 36. Es ist ein Brief an meine Schüler. Das Thema ist das Grußverhalten. Liebe Schülerinnen und Schüler, es sei cool, nicht zu grüßen, erklärte mir vor kurzem einer von euch. Es ist folglich cool, sich asozial, also gemeinschaftsfeindlich zu verhalten. Ich habe es nach vielen Jahren immer noch nicht gelernt, grußlos meinen eigenen Schülern, mir bekannten jungen Menschen zu begegnen. Aber jetzt mal die Frage, warum tut ihr es? Teilweise wisst ihr es von zu Hause nicht besser. Teilweise seid ihr stolz auf eure asoziale Coolness. Bei Wanderungen in den Bergen fällt mir auf, dass oft noch eure Eltern grüßen, aber ihr stoffelt nebenher. Warum schweigen eure Eltern dazu? Mein Vater schwieg damals nicht. Die Achtung vor dem Mitmenschen hat sich als unauslöschbare Spur in meine Seele eingebrannt. Im Gruß nehme ich den anderen als Menschen wahr, im Gruß schenke ich ihm ein Stück Würde. Der Gruß macht für Momente aus den isolierten Ichs ein Wir. Ein schönes Gefühl. Die asoziale Schulcoolness hat ihre ganz eigenen Gesetze, die ich natürlich kaum durchschaue. Ihr, besonders Schülerinnen, findet euch besonders toll, je nach allgemeiner Beliebtheit des Lehrers ihn mal zu grüßen, mal nicht. Gruß als Sympathiebarometer, meist aber im Sinne eines gruppenangepassten Verhaltens. Seht her, ich grüße doch diesen Lehrer nicht. Kleine Gegenfrage. Wie würdet ihr reagieren, wenn ich die selbstverständliche Achtung nach euren Schulnoten euch entgegenbringe? Der Gruß als Notenbarometer. Der Mensch beginnt mit der 4, darunter, ja was? Eure Argumente habe ich schon mehrfach zu hören bekommen. Die Lehrer grüßen doch auch nicht. Sollen die doch zuerst grüßen, wenn es ihnen wichtig ist, dann grüße ich schon noch zurück. Diese Mischung aus Arroganz und Selbstüberschätzung macht mich sprachlos. Wofür haltet ihr euch? Ihr, die ihr glaubt, wie Götter über alle menschlichen Regeln euch erheben zu können. Ihr, der Nabel der Welt, um den Lehrer, Arbeitgeber, die gesamte Gesellschaft sich dreht. Ihr könnt noch so euer männliches und weibliches Macho-Gehabe an den Tag legen. Ihr steht nicht über dem Menschengesetz der Achtung vor den Mitmenschen. Und noch was, ihr reagiert oft wie Mimosen, wenn ihr nur den Hauch von Eindruck habt, euch werde die von euch reklamierte Achtung von uns Erwachsenen nicht entgegengebracht.
ihr möchte gern Tiefkühl-Kids. Hinter eurer Coolness-Maske versteckt sich oft doch nur Unsicherheit und der paradoxe Appell, habt mich gern. Das lässt mich hoffen. Für ein Stück menschlicher Wärme an unseren Schulen sind wir alle verantwortlich. Ich weiß, nicht jeder Lehrer wird dieser Aufgabe gerecht. Ich weiß, es gibt Grußbarbaren unter den Lehrern. Doch wir Kollegen reagieren darauf mit der gleichen Aggressivität wie ihr. Asoziale Erwachsene beobachte ich leider immer häufiger. In Rambo-Manier treten sie auf. Hoppla, jetzt komme ich. Kein Blick, kein Gruß, nur Ellenbogen. Sie verbreiten menschliche Kälte und merken nicht, dass die Erfrierungen zunächst bei ihnen beginnen. Möglicherweise fordern wir Lehrer, wir Erwachsenen von euch etwas, was wir selbst missachten. Angemessenes Sozialverhalten. Wenn es so wäre, hier ein Vorschlag. Kopiert doch diesen Artikel und legt ihn anonym dem entsprechenden Lehrer ins Tagebuch. Gebt ihn auch an eure Mitschülerinnen und Mitschüler weiter. Dann grabt eben ihr den verschütteten gegangenen Schatz des zwischenmenschlichen Grußes wieder aus. 2, 3 Worte, ein Lächeln. Damit habt ihr den Schatz geöffnet und ein wenig Geduld. Die Wirkung kommt. 100 pro. Euch grüße ich ganz herzlich. Uns allen an der Schule die menschliche Wärme, die wir brauchen, weil wir Menschen sind. Sei veröffentlicht im Rheinischen Merkur im November 2000. Jetzt meine zwei bekannten Hinweise. Aktion Lehrerdank, also wieder mein Name, www.klausschenk.de, Menüführung, klick, zack. Aktion Lehrerdank, machen Sie doch bitte mit, geben Sie Ihrem ehemaligen Lehrer die Wertschätzung, die ihm so viel bedeuten wird. Zweiter Punkt. Wenn Sie Mittelständler sind oder Verantwortung tragen in einem Familienunternehmen, denken Sie bitte dran, Sie können bei uns Banner setzen auf den verschiedenen Kanälen, um Auszubildende mit Abitur zu bekommen. Wir sind ein reiner Oberstufen-Schülerkanal oder um Studenten für die duale Hochschule zu bekommen. Unser Schwerpunkt ist Süddeutschland. Und jetzt danke ich Ihnen vielmals fürs Zuhören und vielleicht verwirklichen Sie doch ein bisschen meine Idee von einem angemessenen Grußverhalten. Ihnen jetzt alles, alles Gute.